jetzt auch mit Paar 02, Hubert Neuper und Katrin Menzinger. Ihr seid bereit? Sehr gut, zeigen uns nämlich einen Slow Fox. Klingt einfach, ein Schritt ist ja entweder slow oder eben quick. Das Problem ist nur das Entweder. Ich habe diesen Paso Doble gefühlt. Du hast super Arme gemacht und dein Blick, dein Charakter war richtig drin. Das war für mich die Überraschung des Abends. Ja. Danke, wir sind motiviert. Sehr motiviert. Ich aber richtig. Wie stehe ich da dann? Schön. Wie schön. Der Hopo beschäftigt sich am Anfang immer ganz gerne mit den Dingen, die am Anfang gar nicht so wichtig sind. Und muss ich mir rasieren nächste Woche? Ja. Ja, rasieren wir wieder. Dabei geht es am Anfang nur um die Schritte. Quick, quick, slow. Quick, Schätzele. Wie machst du einen Schritt besonders langsam zum Beispiel? Was gibt's da für Tricks? Was heißt slow? Ja, slow ist einmal langsam. Und quick? Und das ist schnell. Genau. Also das ist an sich, wenn man so jetzt sagt, überhaupt nicht schwer. Slow. Wo ist der Slow? Macht man das einmal, dass ich weiß, wo der Slow ist. Ich weiß jetzt noch nicht, wo der Slow ist. Vorher. Vorher ist slow, slow oder was ist? Quick, quick, quick. Aha. Und kommt dann nochmal slow? Dann kommt quick, 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 slow. Aha, da war der quick schon, ja. Mein Tanz fängt an quick, 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 slow. Und das sind 8 Quicks. Ich kann mein Hirn nicht überfordern. Schritte machen, bis 18 geht nicht. Quick, 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 8. Und dann kommt der Slow, oder? Das ist gerade 6 Quicks gezählt. Also Tänze ist eine harte Sache. 5, 6. Hier kommt also Paar 02, Hubert Neuper und Katrin Menzinger. Und die beiden tanzen einen Slow Fox. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you ein aufrechter Gang. Selber zufrieden? Ja. Wie viele Quicks und wie viele Slows waren es jetzt? Ich weiß, die erste Paschal. Wasser. Magst du Wasser? Bitte, so trocken. Das löscht man erst einmal in Neupar. So. Die erste Passage hat 8 Quicks. Ja. Dann kommt der Slow. Dann sind es 6 und zusätzlich 4. Ja, das Quicks. Stimmt. Sehr gut. Sauber. Dann kommt der Slow und dann kommt 7, 8, oder? Und dann kommt wieder Slow und dann geht's quick. Wie er sich freut. Und dann sind die ersten 10 Sekunden vorbei. Du hast am Anfang gesagt, als ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, hast du gesagt, ich habe ein Ziel bei Dancing Stars, ich will körperlich wieder fit werden. Das muss ein Training für mich werden. Und
Man kann es dir ansehen, du musst den Gürtel auch schon enger schnallen. Ja. Da strahlst du. Was ist da passiert bei dir körperlich schon? Na, es ist ja so, dass ich eine beinharte Trainerin habe. Und ich war jetzt in der Sauna, nicht? Da geht es ja dann das Gewicht besonders runter. Und da habe ich gehabt 66 Kilo. Das heißt, wie viel ein weniger? Traum. Ich glaube 8 Kilo. 8 Kilo abgenommen? Ja. Also ich empfehle jeden Tanzen. Wahnsinn. Ja, das ist schon eine Menge. Also hast du eigentlich dein sportliches Ziel erreicht? Gibt es jetzt auch noch so diesen Sportler-Ehrgeiz, der jetzt langsam auftaucht? Ja, das ist ja eine Bürde des Sportlers generell. Gell? Ja. Wir wollen immer gewinnen und die Besten sein, selbstverständlich. Aber im Laufe der Zeit habe ich einfach gelernt, dass das eine Folge ist von dem, was du richtig machst. Nicht? Und damit man dorthin kommt, erster muss man einfach Quick, slow. Ja, bei uns kann es auf jeden also Fall bis nicht jetzt schaden. Aber nicht. Und ein gutes Zeichen habe ich schon gesehen, ich beobachte unsere Jury auch immer und vom Bollasch gab es Applaus. Ja, ja, tatsächlich habe ich ein bisschen applaudiert, weil. Wow. Was ist da passiert? Sehr gut. Ja, heute ein bisschen was getrunken davon. Nein, wirklich meine Hochachtung, weil Slowfox ist wirklich schwer, haben wir schon sehr oft gesagt. Und besonders ist es schwer, bei langsamen Tänzen einfach nicht langsam fad auszuschauen. Und das liegt daran, man muss tiefer ins Boden hinein, man muss den Standbein mehr benutzen, man muss längere Schritte setzen, ein bisschen länger abwarten, damit man dann endlich einmal den Schwung laufen lassen kann. Das ist alles sehr einfach gesagt, aber zum Verwirklichen ist es wahnsinnig schwer. Und wenn man jetzt deine Beinarbeit anschauen würde, was für große Schritte du gemacht hast. Du hast mindestens 1,50 Meter großen Slow gemacht und dann rede nicht von den Quickies. Genau. Hannes, danke sehr. Magst du von den Quickies reden? Hast du Telemark gesehen? Ja, ich habe einiges gesehen. Ja, Sie haben im Großen und Ganzen eine erfreuliche Figur abgegeben. Das kann man jetzt so oder so sehen, gell? Hannes, du hast ihm vor der Sendung gesagt, er muss bitte die Zehe strecken in der Pose dort hinten. Das war alles, was ich gehört habe, die letzte Stunde. Ja, und das hat er auch gemacht. Ich hab's gesehen. Gott sei Dank. Die Slows sind nicht solche Slows, wie wir gewohnt sind. Aber egal, sie haben einen Federschritt getanzt und ein Federende. Das war exakt richtig. Ja. Exakt richtig. Alles andere. Danke. Da gehen wir, oder? Und der Hupo freut sich wie ein kleiner Bub. Ja, dann gehen wir. Genau. Weil ihr habt nämlich auch noch was zu tanzen heute. Mhm. Nimm die Freude mit in den Mambo. Bis ja, dann. Bitte sehr. Bitte. Hubert Neupar, Katrin Menzinger. Der wird noch kurz abgeschlagen mit Daniel Serafin. Sie zu Hause sind jetzt auch dran, vielleicht mit Anrufen oder SMS 090-1059-02 für Hupo und Katrin. Trikots. Jetzt sei ehrlich, ich habe jetzt dein Gesicht angeschaut und wir kennen uns ein bisschen. Du hast dem Ballasch fasziniert zugehört. Ja. Und ich habe den Eindruck gehabt, du sagst immer ja, weil du gemerkt hast, das ist was Positives. Hast du auch verstanden, was er gesagt hat? Ja, natürlich. Ja, doch, wir haben die langsamen, geschmeidigen Schnitte sehr stark trainiert. Und was ist jetzt der Federanfang und Federende? Weil da warst du auch überrascht. Nein, ich war nicht überrascht. Ich war überrascht davon, dass er das so da positiv hervorgehoben hat. Was ist das, ein Federanfang und ein Federende? Der Federschritt ist einer der typischen Basic-Schritte im Slowfox. Ja. Geil, du ja, intuitiv. Schon die ganze Zeit. Intuitiv hast du das gemacht. Der Herr Nepal hat gesagt, ich darf keinen Telemark machen. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, über 20 Jahre einen Telemark gemacht. Ja, das war eh richtig gewesen. Da war's so lang gewesen, wie es er gern gehabt hat. Und sie hat gesagt, hör auf mit dem Blödsinn, du musst ja die Schritte merken. Ja, du musst nach dem Telemark weiter tanzen, nicht stehen bleiben. Genau. Jetzt, es ist draußen schon ein bisschen gekommen, du bist Sportler. Ja. Sportler wollen natürlich gewinnen, das hast du selber gesagt. Mhm. Wie geht's da jetzt bei Dancing Stars? Geht's da jetzt, kommt jetzt, ist die sechste Sendung, geht's jetzt schon in Richtung, denkt man da schon an Gold, Fokus auf Finale oder geht's nur am nächsten Freitag? Wie ist der Erfolg zu bewerten? Also, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben,
Nämlich relativ spät. Gell? Ich habe immer den Sport bzw. all die Dinge, die ich gemacht habe, aufgrund dessen gemacht, weil ich so nach Anerkennung gestrebt habe. Und oft einmal habe ich dann im Laufe der Zeit, weil diese Anerkennung, diese Folgen des Erfolges so extrem eingewirkt haben auf mich, aufs Wesentliche vergessen, nämlich in dem Fall bei Dancing Star Schritte zu lernen. Weil das ist letzten Endes, wenn man richtig macht, der Erfolg. Und die Folge daraus ist die Anerkennung. Erste Platz. Ist der erste Platz. Die Anerkennung auch. Bitte. Als Waage ist man sehr anfällig für das. Du hast mir da als Beispiel, deswegen habe ich das auch angeredet, hast du mir im Garderobenbereich eine Geschichte erzählt, die sich in Japan zugetragen hat. Ja, genau. Ich habe bei einer Juniorenweltmeisterschaft eine Medaille gemacht. Und dann haben sie mich halt als Belohnung nach Japan geschickt. Und ich war überhaupt nicht müde, wegen dem Jetlag habe ich nicht gewusst, was das ist. Und gehe in das Ginza, ein Vergnügungsviertel. Und gehe halt dort rein und kommt der Japaner auf mich zu und sagt, hello, my friend. Dann denke ich mir, das gibt's ja nicht, der kennt mich. Sogar in Japan. Ja, sogar in Japan. Und dann rede ich mit dem, weil ich wollte ja schauen, dass es seine Gunst mir wohlgesonnen bleibt. Dann sagt er, gehst mit mir, er hat einen Freund, er hat eine Bar. Und denke ich mir, ja, wenn das so ein Fan ist, geh mit. Ich gehe in die Bar rein, es sind zwei Damen links und rechts. Niedergesetzt, haben mich die auch noch gefragt, ob sie was trinken dürfen. Dann denke ich mir, wenn du sehr erfolgreich bist, dann hast du schon eine große Nummer. Dann haben sie was getrunken, nach ein paar Stunden bin ich dann miert worden, wird's zum Zahlen. Mein Freund war weg, 6.500 Schilling, damals eine riesige Marie, eine riesige Summe. Weg. Und Gott sei Dank habe ich eine Zündschachtel vom Hotel mitgehabt, weil da war die Nummer drauf, weil ich natürlich das Geld nicht gehabt habe. Und habe den Arzt anrufen müssen, sage ich, Peter, komm, hol mich auf. Das ist die Anerkennung. Aber ich war dann nicht geheilt, leider. Wir schauen jetzt, wie hoch die Rechnung der Jury ausfällt. Also. Ich habe ein gutes Gefühl. Thomas? 7. Sehr gut. Nicole? 8. Balazs? 7. Und Hannes? 7. 29 Punkte, persönlicher Rekord.